Wir haben nur zwei Experten. Wow! Zwei. Nee, gar nichts von der ISO. Deine Chance, Tomete, ist die, die ist zurückgefallen. Ja, toll, bei 6 Sekunden, als ob er das nicht wieder aufholt. Sag mal, hab ich das falsche Auto oder was? Wo seid ihr? Also, ich gebe einfach nur Gas. Kannst ruhig so bleiben, dann kann ich mir gut die Linie da gucken bei dir. Hä? In welchem Gang fährst du? Im vierten doch, oder nicht? Ich komm nicht an Stevie ran. Oh. Hast du das richtige Auto bekommen? Porsche 911 Turbo, hast du den? Ah, ich hab ne Elise. Ich hab wirklich ne Elise. Einmal bitte neu. Ja, ich hab ne. Laut Anzeige, ich hab ne Elise. Ha! Einmal bitte okay. Neu starten. Ja, dann müssen wir tatsächlich neu starten. Ey, was war das jetzt? Also wenn du Tab drückst, kannst du es sehen. Bei mir steht Elise. Okay. Dann muss ich doch nochmal auf meinem Bild. Es kam mir gleich so komisch vor. Ja, ich habe mich auch gewundert, hey, warum hole ich hier so auf? Und dann auf einmal fahren die da alle weg und ich komme einfach nicht hinterher. Wenn mir Windows noch meine Maus... Ah, danke. So. Ich fahre jetzt so lange, bis irgendwas Phase ist. Naja, üb halt. Nächstes Mal mach ich's dir schwerer. Ich hab jetzt zwar wieder im Vordergrund, du idiotisches Windows, so. Aber wenn ich in Dingens hier in eine Heckansicht gehe, dann habe ich einen 911, also. Ja, du ja, nur Kirsch halt nicht. Aber wieso funktioniert's bei einer außer Kirsche? So, mal cancel. Routing ist enabled. Ja, wahrscheinlich sollen wir dann gleich Neustadt wählen. Ihr braucht gar nichts machen. Oder so. Nochmal Elise wählen oder soll ich jetzt echt bei den Porsche wählen? Du sollst gar nichts machen, erstmal. Naja, aber ich meine, sobald ich dran bin. Jetzt haben wir Vollwinds. So. Ja, geht ja sonst auch. Ich nehme einfach den Elise wieder. Gut, Tomate. Bin ich dran? Ja. Ja. Ja, wie soll ich das? Ich konnte es ja nicht sehen, weil ja Windows. So, jetzt habe ich einen Porsche. Laut Tab zumindest. Ja gut, der Nachteil, wenn es ausgerechnet Porsche ist, ist halt natürlich auch, da sehen es die anderen dann nicht. Ja, da bist du schon bereit. Was? Hast du jetzt den Schubkirsche? Ja, er hat keine Wiese. Ja, jetzt habe ich ein richtiges Auto. Ja, aber jetzt bist du ja vorbeigeschossen, als hättest du ein Mustelago oder so gehabt. Ja, am Start, aber jetzt bist du hinter mir, oder nicht? Ja, aber bist du ein bisschen weit vorne, Alter. Was ist denn da jetzt los? Also das Auto wurde zumindest den Tab jetzt richtig angezeigt, das habe ich am Start nachgeschaut. Du müsstest doch eigentlich ganz hinten gestartet sein, oder nicht? Ja, genau. Ja, aber... Hä? Was ist denn so weit vorne gekommen? Oh, gleich mal Start schon, hä? Das check ich jetzt auch nicht. Aber das stimmt, beim Start bin ich direkt an dir vorbeigefahren. Ich dachte, du hast halt einen Scheißstart oder keine Ahnung.
Package nicht. Muss ich mir mal nachher angucken. Ist doch komisch. Kann ich eigentlich direkt einen Kilometer vor mir was? Oder, naja, gut. Naja, Kilometer nicht. Also inzwischen weiß ich ja, welcher Punkt deiner ist, der hinter mir ist. Ja, aber komisch ist es doch wirklich. Ja. Hat mir ein asynchronen Start gehabt oder was? So ein Zeitrafferstart hatte ich zumindest nicht. Als du losgefahren warst, war ich dann auch losgefahren oder stand ich noch? Das weiß ich nicht, aber ich bin zumindest kurz danach an dir vorbeigefahren. Da warst du auf jeden Fall am Fahren. Aber halt eben offenbar langsam oder aber beim Losfahren weiß ich nicht. Komisch, das ist doch merkwürdig. Ich weiß ja, dass du schnell bist, aber gleich am Start schon so weit vorne, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Mysteriös. Kommt mir vor, als wäre der Start nicht synchron abgelaufen. Ah, da müsstest du ja so einen Zeitrafferstart gehabt haben. Weil da kann es ja passieren, dass man dann, keine Ahnung, zu spät hochschaltet oder sowas, weil es auf einmal halt eben ja am Zeitraffer läuft. Nee, hat sich jetzt nicht, aber wir warten. Ja, ich muss mir das mal ein Video angucken, was da los ist. Merkwürdig ist das ja schon. Weil ihr wart ja alle so weit vorne. Das muss ich mir mal ein Video angucken, da bin ich gespannt. Der Muskelage wurde einfach als Elfer getarnt. Nö, jetzt hängt er ja hinter mir, das war der Start, der komisch war. Na gut, jetzt habe ich die Mauer gehabt. Warum bin ich im fünften? Och nein! Der fucking Profiler. Oh! Was ist denn jetzt? Ach, ich kann wieder nicht runterschalten hier wegen dem scheiß Profiler. Och, ich kotze. Vielleicht bist du im zweiten angefahren. Ach, Mann, ey. Und bei wem komme ich immer durch Lodge? Komete! Was passiert? Man hört, ich hab nur auf. Dennis Frage ganz kurz. Hab ich jetzt aber gar nicht gehört. Also das Echo, was von dir normalerweise kommt, Tomate, aber jetzt hab ich's. Ich hab's jetzt gar nicht gehört gehabt. Mann, ey, es kotzt mich jetzt an. Doch schon wieder mega unfair hier. Ach, jedes Mal der Drecksprofiler, ey. Oh, scheiße. Der einfach kann nicht einmal mal funktionieren. Oder wenn man wüsste, was man machen muss, damit er funktioniert. Das ist doch kacke, ey. Ja, dann kann ich mir das direkt gegen dich abschmieren. Oder ich muss die Scheißrunde nachfahren, keine Ahnung. Weil das ist doch unfair jetzt hier. Ja, also von mir aus kannst du das nachfahren. Jetzt neu starten ist ein bisschen spät, aber. Erst der Start ist so spät der Profiler runter, was ist denn das, ey? Ja, wahrscheinlich bist du echt einen zweiten angefahren oder sowas. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber wenn du zum Beispiel zum Testen irgendwie hochgeschaltet hast und dann wieder runterschalten wolltest, das Runterschalten dann nicht ging, dann warst du halt einen zweiten. Könnte das sein? Nein, ich muss mir das Video angucken. Vielleicht doch den Tag auf dem Drehzahl besser verwechselt. Nee, so blöd ist niemand. Wer würde das denn machen? Solltest halt die Motorengeräusche mal lauter stellen, dann hört man wenigstens, wenn das Schalten nicht funktioniert. Das ist schon richtig, ja. Ja, das war ja erst eine ganze Weile, vierter Gang, aber dann brauchte ich halt einen tieferen und den ging es halt nicht mehr. Ja, den brauchst du aber in jeder Runde. Nicht erst in der dritten oder wann es dann gemerkt hat, ist.
Das ist die letzte Runde. Ich fahre jetzt einfach alles flippen. Alles im vierten mit dem Eva, das ist auch mutig. Ja, zumindest diese eine Stelle, diese Linkskurve halt eben. Ja, mein Gott. War ich im dritten. Ja, besser als die Tastatur jetzt zu benutzen und dann. Ja. Ja, doch, aber der geht eigentlich mit Tastatur noch. Ja, um die Runterschalttaste auf der Tastatur zu finden. So. Ja, bei Tastatur habe ich zum Schalten 1 und 0. Echt? Ja. 1 und 0? Die liegen also nicht mal benachbart. Ah, okay. Boah, Kirsch ist schon fertig wieder. Das gibt's doch nicht. Bis auf die Linkskurve ist der vierte gar nicht so schlimm. Nö, Rest ist alles vierte, ja. Trotzdem Dreck, dass die Software nicht einmal mal funktionieren kann. Doch, einmal, also ab und zu funktioniert sie mal. Ja, das ist sehr zuverlässig, naja. Ja, ich merke das ja auch nur, bei mir ist es halt eben nur der Tab-Knopf, den ich mir aufs Lenkrad gelegt habe, der dann nicht geht. Also nichts wirklich Wildes. Aber daran merke ich zumindest auch, dass es echt ab und zu nicht geht. Ja, Hupe geht. Ja, jetzt. Jetzt habe ich es repariert. Du bist Erster. Das Ding, So, was haben wir jetzt? Die Dotke. Wir haben den Elise, wie immer. Ach so, ja, aber wir bekommen den Dotke. Zum Glück nur kurz. Und ich bleib trotzdem beim LM. Ja, mach ruhig. Und Stevie bleibt beim Porsche, ja. Hä, was nimmt sie für Autos? Den Jaguar hätte ich gerne. Da hätte ich aber lieber den LM. Nee. Einfach nur, weil so random. Ja, der Start sieht synchron aus. Aber vielleicht hast Kirsch wieder die Ease bekommen. Oder hast du diesmal den richtigen? Ja, das... habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber in der Ease ist es zumindest nicht. Also das ist der... Und dann wird es der richtige sein. Ja, dann wäre ich nicht mehr hier. Ach, wer weiß, was bist du so eingerostet, dass du. Ja, ich hab den CLK, aber ich fahre nur im dritten Gang die ganze Zeit. Ach so, machst du das, ja. Du kannst das natürlich auch lösen. Oh, Alter, bringt die weiter. Was hast du denn da für eine Route genommen? Eine Schadensbegrenzungsroute, weil meine Viper gesprungen hat. Also optimal war meine auch nicht, aber deine sah spannender aus. Ich musste Schadensbegrenzung machen. Meine Viper hat da einen Jump gemacht. Alter, die hat echt keine Downforce, das Scheißding. Haben wir ja schon bei der Schnell Forest letztes Mal gemerkt. An der Stelle habe ich keinen Jump vermutet.
Also hier stehen dir jetzt einige Jumps bevor, würde ich sagen. Ja, mit der Viper ist das riskant. Ich musste ja die Wand berühren, um mich zu drehen. Warum auch nicht? Ich hab die Wand auch berührt. Na gut, aber ohne Wandberührung wäre eine Drehung eigentlich echt schwierig gewesen. Es ist wohl richtig, ja. Ja, der Jump hat es mir gekostet, schade. Mir hat der. Ich hoffe, dass es relativ gleich zu Ende ist. Ich hatte einen kleinen Jump, hab die Wand dabei berührt und mich weggedreht. Und dadurch hat Tomete. Ja, natürlich. Nicht jetzt auch nicht gewonnen. Das nein, nicht gewonnen, aber euer internes Duell gewonnen. Aber das gewinne ich so selten, also. Quasi ein Sieg. Oh, Fort Crown. Oh Gott. Womit habe ich das verdient? So, ich bleibe immer noch bei WLM. Du gibst die Hoffnung nicht aus, auf, aber heute kommt kein Klasse 1. Ich möchte lieber Elise schauen, das ist angenehmer. Ja, das stimmt sogar. Ja, eben. Können wir nicht Rennpappe fahren? Nee, gibt's hier nicht. Falsches Spiel. Weil dieses Auto ist. Scheiße, ne? Ja. Ich musste gerade echt überlegen. So, bei dem riskiere ich nicht die Handbremse zu nehmen. Aber der ist auch langsam genug, dass ich das nicht muss. Warum ist beim Hupen nicht eine Pulszeit? Du hast gehofft, dass beim Hupen der vorhervorhande umstürzt. Gib's doch zu. Ja, hat ein Indie, was mit 2 schiebt, ne? Da geht das. Okay, noch weiter außen konnte man die Kurve nicht fahren. Oh, da wäre noch was gegangen. Ich meine, crashfrei. Und wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man damit den F1 einholen kann? Na gut, wenn man mit dem F1 fährt, haben die ja andere Einsatzfahrzeuge. Ja, ist schon richtig, aber... Ich dachte, haben die einfach stärkere Gummibänder. Ich hab mich schon gefragt, ob ich schneller bin oder der Eisbär, der da eben stand. Der Eisbär. Wahrscheinlich schon, ja. Was für ein Eisbär. Bei mir ist alles grün hier. Ja, bei mir stehen hier Eisbären bei uns.
Du fährst im Winter also? Ja. Bei uns ist Sommer, bei Tomatoes Winter. Kann ja nicht eine Umgebung für eine Umgebung haben. Ja, da war was. Deswegen habe ich den Geber jetzt beste von dem genommen für alle Umgebungen. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben, weil ich den... Ja, irgendeinen Grund muss es haben. Es ging ja auch irgendwann mal, also. Also wenn sogar die Cops Rennen fahren, dann sollen sie sich auch nicht beschweren, wenn wir Rennen fahren, oder? Also was wollen die Cops eigentlich? Machen es doch selber. Die müssten uns dankbar sein, wenn wir nicht Rennen fahren würden, dürften die auch nicht so schnell fahren, um jemanden zu verfolgen. Ja, das kommt noch hinzu. Weil zentral meldet die garantiert, sie haben jemanden verfolgt, ne? Und dann, ja. Wobei ich weiß gar nicht mehr wo das war, irgendwann habe ich mal so einen Film gesehen, da hat so ein Bulle dem einen das Gras weggenommen und hat sich dann hingesetzt und das selbst geraucht. Irgendwo war das bei. Auch eine Form von Beschlagnahmung. Jo. Du kannst zumindest nicht mehr rauchen. Wie kannst du mit dem Scheißding so schnell fahren, Kirsche? Hast du kein LM gewählt? Was habe ich? Kein LM gewählt. Nee. Ich hab Elise gewählt. Du musst den Ford Crown Victoria LM nehmen. Ach so. Ford Crown Victoria LM. Also wie du unterwegs bist, scheinst du den zu haben. Oder mein Lenkrad bremst wieder, kann ja auch sein. Also mein Lenkrad lenkt. Wenn deine Bremse bremst, fände ich's okay. Ja. In dem Fall stimmt dann LM für langsam Mist. Damit bei ihm ist das so, wenn er nach links oder rechts lenkt, bremst er. Ja, das kriegt mein Logikschrott bestimmt auch noch zustande. Ausschließen will man das ja nicht, ne? Ja gut, das Lenkrad ist ja auch uralt schon mittlerweile. Ich hab das ja schon richtig lange. Ja, mein Zelda. Ja, da kann ich dir nicht widersprechen mit einem Momo. Aber es funktioniert halt noch. Also, größtenteils. Das ist sogar noch offiziell von Dirt Rally 2.0 unterstützt. Siehste? Wie alt ist deins jetzt? Keine Ahnung, es war halt neu, als ich es irgendwann gekauft habe. Wann auch immer das war. Also 2003 oder so, oder 2 oder 1. Tomates Lenkrad ist allerdings nicht offiziell von Dirt Rally 2.0 unterstützt. Ja, das ist zu alt. Das ist wahrscheinlich so strange, da konnte ich kurz mal so nicht vorstellen, dass sich einer jemand so ein komisches Teil kauft. Ja gut, aber funktioniert tut's ja. Ja, das sehe ich bei Dirt. Also irgendwie denkst du da immer noch komisch. Ja, ist ja auch so. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lenkrad Sache ist. Das ist, wenn, dann eine Einstellungssache vom Lenkrad. Keine Ahnung, aber das kann schon sein. Aber irgendwie sieht das halt immer noch komisch aus bei Tomate. Was also bei, wie heißt das Spiel hier, nicht Project Cars, sondern das andere, Assetto Corsa. Da ist es ja auch so, dass, verdammt. Tomate, deine dass Chance. Ich den Lenkeinschlag höher einstellen muss, als mein Lenkrad überhaupt unterstützt, damit es einigermaßen... Ja, vielleicht brauchst du das bei Dirt auch. Kann sogar sein, also bei Assetto Corsa hat es was gebracht. Weil du musst ja eine gerade Strecke fahren können, ohne dass du einen Slalom fährst. Könnte auch eine Grafikkartensache sein. Vielleicht weil in seiner Grafik da gegen... Widerstände, wie sagt man, Hindernisse angezeigt. Die er versucht auszuweichen. Oder eine Framerate-Problem. Wie viele Frames hast du denn in dem Spiel? Das weiß ich nicht. Das müsste man irgendwie mal gucken. Ja, das musst du mal gucken. Vielleicht hast du ja sau wenig FPS in dem Spiel. Kann naja, das würde man aber merken, oder? Das würde man schon schmerzhaft merken. Na, man weiß ja nie bei manchen. Also wenn das dazu führt, dass man nicht mehr geradeaus fahren kann, dann, glaube ich, würde man das merken.
Ich weiß nicht, was Tomete so mehr. Ich glaube, Pete wird auch nicht. Nee, Pete ist ja empfindlicher mit dem FPS, ja. Naja, bei HSX wird er es auch nicht merken. Wahrscheinlich fährt er sowieso mit zu und out, weil er weiß, wo es lang geht. Ja, bei HSX da kennt Pete ja sogar die Custom-Strecken auswendig. Gerade bei HSX ist er ja ganz empfindlich auf Input-Sachen. Da will er ja sogar die Lupe endleiten. Oder ZX nimmt statt der Gebiete wegen Input. Wobei gut, bei ERP, da nehme ich aber auch Endleit. Echt? Ja. Wie kommt? Weil ich bei ERP das Gefühl habe, dass es besser ist vom Input her. Ja, weil es uncapped ist, also ja. Es fühlt sich dadurch ein bisschen smoother an, ja. Aber ich habe damit aber stattdessen dann ab und zu Ruckler. Ja, ich auch, aber das finde ich tatsächlich unangenehmer, als mit DGW bis 60 FPS gibt. Der FPS-Cap kommt ja eigentlich vom Gleittreiber. Ich verstehe nicht, wie Endlight das geschafft hat, den zu umgehen, aber ja. Aber das ist halt das Ding. Nee, bei Dings hier, bei den normalen Strecken und normalen Autos merke ich es nicht, aber das da war bei TRR ja ab und zu, oder eigentlich meistens, auch irgendwelche Autos haben, die ein paar Polygone mehr haben und Strecken, glaube ich, auch. Da merke ich das halt wesentlich mehr und deswegen fahre ich bei TRR dann trotzdem mit DigiVudo. Ach so. Aber bei RRP, da haben wir sowieso nur die Standardstrecken. Oh Gott, habe ich die Hanard langsam gefahren, das war ja gruselig. Puh, keine Ahnung, wie Kirsch hier so schnell durchkommt. Das ist schon wieder ein Kirsch-Mythos. Ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich dir davon fahren würde oder sowas. Naja, du setzt dich schon etwas ab. Ja, etwas, nach 5 Runden. Der Karte bist du sehr deutlich zu sehen. War doch jetzt wieder. Nach dem Gequietsche der Reifen in den Kurven, gut, dass es hier kein Wear gibt. Sonst wären die, glaube ich, auch dahin nach 5 Runden. Ja, bei Nice 2 hätten die hier keine guten Karten. Die hätten gelitten, ja. Jo. Das wäre es ja noch, wenn man den HP2 verschleißt und alles hätte. Du hast Ziel gefahren, Musik zu Ende. Timing. Das ist Timing, jo. Ja, dann kommt noch ein Lied und wenn ich im Ziel bin, ist das zu Ende. Ja. T
Tja, das war's die. Ah, da ist die Tomate, ja. Du hast das Rennen gewonnen. Die ganze Sekunde. Ja, keine Ahnung. Du wärst Cop, glaube ich. Du hast den Job. Aber auch echt nur in der einen Runde. Als andere waren 27er. Oh Gott. Wieso war die zweite Runde die schnellste? Ha, whatever. Yes, bleibt bei Ford. Ja, hat Ford eigentlich auch gute Autos gebaut? Man weiß es nicht. Nur der GT ist ganz gut. Boah, der ist in Ordnung. Ich weiß nicht. Bin ich schon dran? Ich hab nicht aufgepasst. Nein. Nee, ich muss anfangen. Ach, noch gar keiner. Okay, okay. Totale Scheiße. Ach nee, wir fahren ja den Mustang jetzt. Ja. Ja. Den Ford Mustang Cobra Rotz. Ach nee, komm. Das habe ich ja gar nicht gedacht. 8 Runden, ja gut. Joa. Bus ist neu installiert und beide Armaturen sind wieder weg. Oh. Ja, Gott sei Dank fahre ich mal rein. Oh, der fährt. Oh Gott, wie gut, dass ich auf einmal fährt, wenn man den Kopfwagen nicht mehr hat. Ja, im Vergleich dazu ist es natürlich besser, fährt, ja. Fährt sich das auf einmal wie ein Traum, weil, obwohl der eigentlich sich auch nicht so gut fährt, aber... Ja. Gott, wird nicht gefahren, aber... Irgendwie ging sich das trotzdem aus. Du hast einen pinken Mustang-Kärscher. Jupp. Jetzt kannst du dir nochmal in Ruhe angucken. Was hast du denn für einen Schwung drauf gehabt, sag mal? Gut durch die Kurve gekommen. Das sehe ich aber auch, ey. Meine Güte. Ich glaube, du bist der Einzige, der einen Mustang im Pink fahren würde. Das heißt, im würde, das ist ja nicht so, dass ich die Wahl hatte. Außerdem würde Diebster das auch machen. Ja, wollte ich sagen, Diebster fährt jedes Auto im Pink. Ja, gut. Ja gut, mein Dealer ist natürlich auch jetzt nicht so die typische Mustang-Fahrerin. Ich glaube, das ist sogar das normale Blau, oder? Also auf der Karte sieht es noch lila aus, aber naja. Ein bisschen lila-isch. Also Steve sieht auf der Karte auch lila aus, aber irgendwie... Oh, oh! Die Reifen machen die Scheiße. Aber nicht mit mir. Das passt sogar. Nicht fast wie 2 Mediterranien Musik auf diese Strecke hier. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. So. Ja, guck mal, Mediterranean-Musik von fast mit 2. Und wir fahren hier eine HP2-Mediterranien-Strecke. Das passt doch. Ja, der Random-Generator fällt besser aus als das Spiel selbst, die Musik. Ja. Na gut, das Spiel selbst hätte Need for Speed 6 Musik ausgewählt, was auch passen würde. Definitionsgemäß. Ja, weil bei Need for Speed 6 sind die Musik ja nicht an die Strecke angepasst. Ach, jetzt weiß ich, wie du den Schwung da hattest. Und zwar? Ach nee, das war die Kurve, nee. Ja, das war zurück. Die zweite eigentlich, genau. Ja! Kompliziert sich das ein bisschen und hat in der Heckansicht zu fahren. Heckansicht? Ja, ich habe keine Armaturen. Ach so. Deswegen fahre ich Heckansicht. Ach,
Warte, Moment. Das heißt, du nimmst eine andere Kamera, weil du keine Armaturen in der Inboard-Kamera hast. Hey, du kannst ja eigentlich auch raten, wo das sein könnte. Der Schaltpunkt. Aber eigentlich habe ich bisher alles im vierten gefahren. Fahr einfach mal alles im sechsten, das geht bestimmt auch. Nee, ich verzichte. Vielleicht alles im ersten? Ja, das wär's, ja. Dann kann ich ja echt gut mit dir mithalten. Alles rückwärts wäre noch so eine Sache. Ja, ich sag's bei so, bei HP2, da kann man ja auch in der Heckansicht fahren. Das ist ja jetzt nicht so wie bei Nice. Ich weiß nicht. Was habe ich da gerade gehört? Dass es bei HP2 nicht so schlimm ist, in der Heckansicht zu fahren wie bei Nice. Ich glaube, ich würde eher eine Schweineheckansicht fahren als dieses Spiel hier. Was ist denn überhaupt Heckansicht? Ihr meint eine Außenkamera. Ja, wo du in der Außenkamera siehst. Boah, ich mag die Musik. Nix, was mit 2 hat so gute Musik gemacht. Ja, klar. Bis Teil 3 hatte die Need for Speed 1A Musik. Ja. Na gut, HP 2 hatte auch tolle Musik, das muss man einfach fairerweise sagen. Die haben gut die Lizenzmusik ausgesucht, ja. Ja, aber die passt echt mega gut zu dem Spiel. Das muss man denen echt lassen. Ja, streng genommen haben sie es ja auch gut ausgesucht in Underworld 1 noch, aber... Außerdem kommt es ja noch hinzu, dass die exklusiv Sachen drauf sind, weil die Band Course of Nature, Basshorn und so weiter, die haben eigentlich keine Instrumentalversion von den Songs, aber EA hat sich jemals auch Instrumentalversion von denen geholt. Ach, die haben sie extra fürs Spiel gemacht? Jaja, du kriegst die auf keinem Album oder so, die Instrumentalversion. Die gibt's halt, echt nur in diesem Spiel. Das ist interessant. Glaube ich, bin ein bisschen dichter gekommen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das würde mich irgendwie beruhigen, wenn du mehr Abstand halten würdest. Da habe ich ganz wenig Interesse dran. Ja, deswegen frage ich ja extra. Damit du trotz des mangelnden Interesses drüber nachdenkst. Nee. Das Ziel, du könntest auch versuchen, nach Dicken zurückzufahren. Nö. Puh, ist ja noch nicht mal die Halbzeit. Wow, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Oha. Was Geiles auf jeden Fall. Ist die wie in Sichtweite von Tomete? Nicht nur das. Also. Ich muss. Visuell sehe ich gerade nicht, aber auf der Karte zumindest. Ich hatte die Wand berührt und die Karotten meinte sich wieder mal wegzudrehen. Obwohl. Das klingt jetzt normal. Obwohl was? Was? Du hattest noch ein Obwohl hintergesetzt. Ja, streng genommen ist die Karte ja auch visuell, aber... Oh, bleib stabil. Ja gut, das wird eh wieder auf, also... Aber ich kann die Lücke einfach nicht schließen zu dir. Ja, und um das eindeutiger zu machen, wäre so ein bisschen mehr Abstand einfach sehr beruhigend. Nee. Nee.
meine, du könntest einfach mit so entspanntem Abstand hinter mir herfahren. Gar nicht versuchen, irgendwelche Lücken zu schließen. Das mache ich ja leider schon. Das wäre doch viel beruhigender. Das mache ich ja leider schon die ganze Zeit so. Ja, aber zu nah. Du solltest den Mindestabstand einhalten. Den habe ich schon wirklich leider zu sehr eingehalten, oder? Der ist mir viel zu groß, der Abstand. Mal sehen. Abstand ist ja halber Tacho. Tacho, also von der. Von der 1 zu 200 sind es ungefähr 8 cm oder so, dann 4 cm Abstand. Ja, er hat, er muss einen ziemlich langen Tacho haben, auf jeden Fall. Nein, nein, wenn der Tacho 200 km pro Stunde anzeigt, sollst du 100 Meter Abstand halten. Ach so, meinst du? Ist doch die Regel bei der Autobahn, halber Tacho oder nicht? Halber Tacho von deiner Geschwindigkeit, ja. Genau. Was? Berge hier manchmal. Ich mir eigentlich schon etwas Angst. Fährst du da flat rüber? Jo. Uff, okay, habe ich mich nicht getraut. Das spüre ich. Aber ich muss dem Auto wirklich lassen, es ist erstaunlich stabil auf dem Heck, ne? Vielleicht kommt dir das nur so vor, weil wir vor dem Victoria gefahren sind. Ne, du kannst ja Dinge machen, da würden andere Autos wegdrehen. Ist schon. So ist der Abstand schon angenehm. Ja, wollte gerade sagen, das sieht jetzt aber gar nicht mehr gut aus. Sicherheitsabstand. Oh, das war schlecht genommen. Also bei dem, wie das gerade läuft, ich habe bei den ersten paar Takten gedacht, gehen wir wieder das Grube-Auto. Nee, nee, nee. Das, der Song ist richtig cool eigentlich. Ja, es hört sich schlecht an. Das ist gut. Pass ab. Ich hab noch nichts gedacht. Ach. Wo willst du denn jetzt hin? Sag nicht eher, wo du hin wolltest. Ja, hast du ein bisschen die Wand berührt. Das schönere pinke Lack. Ja, da ist jetzt ein fetter Kratzer drin. Der Fluch des Vornefahrenden, der erwischt dich auch noch. Sind ja noch ein paar Runden. Ja, ich mag den Song.
Naja, der Vorteil, einen Demon vor sich zu haben, ist, dass ich immer weiß, wo es lang geht. Einfach den blauen Auto dahinterher. Ich dachte, du kennst die Strecken auswendig. Brauche ich nicht. Ich habe einen Tourguide. Jetzt müsste Demon nur noch so einen Regenschirm aus dem Fenster halten. Ich könnte auch ein paar Minen droppen. Nein. Wie würde mir das denn helfen? Das würde dir helfen, total tolle Stunts zu machen und dann bist du bei Cobra 11 eingestellt. Yeah. Meine Fresse, sechste Runde und verhaue ich gerade alles, oder was? Den habe ich ewig nicht gesehen. Und Cobb wollte doch sowieso werden, das haben wir doch beim vorigen Rennen gesehen. Also du näherst dich den Job zu bekommen. Was war nochmal die Taste, um Verstärkung Hubschrauber zu rufen? Ich habe das immer auf die Zeit, aber das wird bei dir sicher anders sein. Ja, was auch immer die Default-Taste ist. Taste braucht man im Online-Rennen selten. Aber jetzt würde ich sie gerne mal drücken. Oder vielleicht so eine kleine Straßensperre? Wobei gut, ich kann dir sagen, welche Taste ist, ist die Rücktaste. Die Rücktaste? Ja, fall runter. Achso. Nee, die ist bei mir nicht gemappt. Die würde ich ja, wenn, dann zum Fahren brauchen, also wenn ich das zufahren würde. Oh! Das war ein Scheißwinkel. Ja, aber das was? Sollte sich darin äußern, dass du auf einmal einen Kilometer hinter mir bist. Nee, ich hab's Schadensbegrenzung gemacht. Ja, aber du hättest auch einen Kilometer hinter mir Schadensbegrenzung machen können. Nee, dann wäre es ja keine Schadensbegrenzung gewesen. Aus meiner Sicht schon. Lenkrad habe ich die gar nicht gebindet, die Schadensbegrenzung. Das, die Straßensperren und Helis und so. Oh mein Gott, der war scheiße. Jetzt wirst du ein bisschen rankommen, leider. Ja, aber ein bisschen reicht jetzt noch nicht. Da hat der Arsch sich dann doch mal bewegt, leider. Das war an der Stelle sehr schmerzhaft. Weil man das schnell fahren muss mit Schwung. Ja, es wäre mir eigentlich lieb, wenn das die letzte Runde wäre, weil sonst... Sieht man auch an der Karte, dass Kirsche das extrem geholfen hat. Der war Abstand war vorher viel größer. Ja, Steven kommt definitiv noch ran, also da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Ah, der ist immer noch hinter dir? Ja. Na dann gib Gas. Let's go. Ich wäre ja rangekommen, aber ich meinte ja in der sechsten Runde zweimal einen Fehler zu bauen. Ja, wahrscheinlich hat Tomete da irgendwo Öl auf die Strecke gelegt. Ja, der ist doch eh mit Eddie befreundet. Ja, wenn man bei Kalix arbeitet, dann... hat man so Vorteile wahrscheinlich, ne? Ja. Ich fahre auch noch ein gelbes Auto gerade, also... Werksfahrer bei Kanix. Ja. Das ist alles vertraglich geregelt, dass hier auf der Strecke gestreut wird. Vertraglich geregelt. Oha. Damit ist die Rennleitung einverstanden, sagst du. Ja, das muss man denen ja nicht sagen. Die bezahlt dafür, dass sie wegkommt. Ja, wahrscheinlich hat Kanix auch noch so ein Ölreinigungs-Subunternehmen, womit die das dann wieder sauber machen. Wenn aus unerklärlichen Gründen irgendwie Öl auf der Straße auftaucht. Ja, das ist das Problem, das machen die immer zu früh. Und wenn ihr da in der schon nächsten Runde ankommt, dann ist es immer schon. Alles weg. Schon wieder weg, ja. Och, ja komm, die siebte Runde auch für uns. Weil einfach die Karre weggerutscht hat. Tomete hat eine Chance. Schon wieder der Drift hier, so fuck. Aber du bist weit hinten. Seit der sechsten Runde läuft alles schief.
Das Schlimme ist, dass hier ist nicht die letzte. Ich weiß nicht, warum an der Stelle. Ach, heul leiser, Chantal, ich komm sowieso nicht ran. Ja, doch, ich glaub schon. Nur die Lücke schießt sich ein bisschen. Ja, der Drift, der war scheiße. Ja, so mal einen besseren Drift zu machen. Na, die eine Stelle, wo ich den halt in den letzten beiden Runden immer gemacht habe, ist ja jetzt erledigt. Also jetzt wird nichts mehr passieren, ich muss dich enttäuschen. Na, gibt ja noch andere Stellen, wo man driften kann. Ne, die habe ich noch nicht gefunden. Na, dann such mal. Ne, die findest du. Ich glaube an dich, du findest sie. Ich wüsste ja, wo sie sind, aber ich sag's dir nicht. Die letzte Runde, oh Mann, ey. Verbock ich noch eine letzte Runde oder was? Ey, das kann's nicht sein. Ja, noch ist erstmal. Achso, nee, ist ja die letzte, stimmt. Letzte ja, Runde da stimmt, das ist schon die letzte. Jetzt musst du aber nochmal ordentlich irgendwo einen Bockmist bauen. Ja, ich hab den zweiten Bockmist schon. Guck mal, wie dich du schon bist, ey. Ja, aber da fehlt noch so was Abschließendes. Ist ja jetzt irgendwie hier nicht Fisch, nicht Fleisch. Na gut, das ist viel, aber zufrieden bin ich damit nicht. Aber nächstes ist es dann eigentlich die anderen Autos, oder? Ich warte immer noch auf meinen Lamborghini Veneno K.ine von Meteor. So. Wann hat die endlich mal fertig mit? I don't know. Ja gut, ich würde sie auch machen, wenn ich es könnte. Jo, einfach Texteditor, irgendwelche Zahlen reinschreiben, sagen, fertig. Ja, es wird sich dann aber komisch fahren, wie ich das mache. Ja, mag sein. Kann das nicht auch random generaten? Ja. Ja, genau. Das könnten wir echt machen, oder? Ein Bullshit-Setup. Ne? Ein Bullshit-Auto, oder? Ein Bullshit-Setup pro Rennen, wo einfach random generated irgendwie ein paar Performance-Werte generiert werden. Das ist eigentlich gar keine. Ganz ehrlich, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ja, aber es ist. Dass wir wirklich für die Autos so eine alternative Indy haben, die dann ein richtiges Bullshit-Setup hat. Nö, einfach nur ein Auto. Und dann haben wir doch so eine Wahrscheinlichkeit von 10% oder so oder 5%, dass das dann drankommt. Ja, oder wie bei Dings Rallye einfach immer ein Rennen ist ein Bullshit-Rennen. Ja, das meine ich ja. Na, bei Rallye, also, es muss nicht unbedingt eins sein, also. Na, bei Rallye ist auch eine Wahrscheinlichkeit, also 12,5% Wahrscheinlichkeit. Ach so, ich dachte, weil es war bisher jedes Mal, oder? Na gut, kann sein. Ich dachte, es gibt immer ein Bullshit-Setup. Nur die Frage, was für eins? Nee, nicht immer. Nee, das wäre eigentlich, es wäre eigentlich wirklich eine Idee. Michael, wann dieses Bullshit-Setup mal auf der, wir fahren mehrere Etappen auf dieser Map passiert? Ach so, kann das auch passieren für alle Rennen der Etappe dann? Ja, ja, ja. Da kann es auch passieren. Okay. Ja, deswegen, das wäre schon krass irgendwie. Stevie fast wieder rangekommen, aber nur fast. Ich musste ja, wie gesagt, ab der sechsten Runde nur wieder bauen. Aber die Rundenzeit ist auch besser als bei Kersche. Yay. Ja, irgendwas habe ich da nicht richtig gemacht, so wie es aussieht. Dann ist das ja doch noch ein halbwegs würdiger Sieg. So, was haben wir denn? Stevie, sechste Runde. Ach ja, mal 18 Runden langsamer als die Runde davor. Warum den nicht? Slowstar. Haben wir den Slowstar jetzt? Ja, der lässt sich wenigstens fahren. No, mit dem Mustang war ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, er kann halt ausbrechen, aber ist jetzt in der Tat nicht so richtig häufig passiert. Auch schon Benzinspargängen. Thank you.
Oh, schalt runter, Mensch. Da gibt's einen Knopf für. Ja, aber den hat er irgendwie nicht. Also ich musste dran gedrückt, bis er das wirklich gegessen hat. Okay. Nö, dritte ist gut. Dritte war ich auch die ganze Zeit. Okay, dann warst du schon schneller gefahren. Hm. Naja. Also wenn du die Kurve da meinst, da ist dritte, glaube ich, ganz gut. Eigentlich alles. Also das normale Startziel von Alpine Trail, wo diese Zickzackkurve gleich am Anfang ist, danach alles dritte. Sag das mal der Automatik. Lieber Automatik. Hier, würdest du bitte den dritten Gang nehmen? Danke. Ich bin nämlich die ganze Zeit im vierten. Besser als der fünfte. Aber gut, dass du das sagst. Ich werde mich auch an einigen Stellen bestimmt den vierten befahren. Gut, kommt eh nicht mehr drauf an, weil ich es sowieso nicht mehr einholen nach dem Zähler. Kannst aber doch hier auch mal den dritten fahren, Pärsche. Wieso? Fiete geht doch auch. Weil ich glaube, gerade allein aus dem Grund, wo er eben nicht unterscheiden wollte, wäre ich hier tatsächlich trotz Klasse 5 mit dem Automatikgetriebe besser gefahren. Ja, wie du fährst manuell, hast den Knopf gedrückt, nichts passiert oder was? Ja. Ja, aber dann ist der Knopf scheiße. Das kann durchaus sein. Aber beim neuen Lenkrad, egal wie günstig vielleicht, sollte der Knopf, ich meine, also irgendwie funktionieren. Eigentlich schon, ja. Lenkrad ist wohl einfach scheiße. Ja, das bezweifle ich auch schon gar nicht mehr. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen! Ja, da wäre... Aber ich habe die beste Höchstgeschwindigkeit, Kirsche. Ich glaube, hier wäre Automatik besser gewesen. Deutlich. Hä, warum das denn? Wo ist denn das? Weiß gar nicht, wo das ist. Die manuelle Schaltung ist zwar schwieriger, so, kann aber zu besseren Ergebnissen führen. Das ist direkt beim Start. Wann bist du denn vom vierten in den dritten? Beim Start ist ja quasi geht's bergab und da ist noch kurz vierter. So, HSV-QP, also den zwei ist jetzt Automatik. HSV. Die große totale Scheiße. Ja, GTS. Große totale Scheiße, ey. Schade, dass es keine 8 Runden sind. Nur 3. HSV kann auch für Heavy Shit Vehicle stehen. What? Heavy Shit Vehicle. Ja, das wäre natürlich möglich. Boah, hab ich den Rail geil bekommen. Das war unglaublich. Was? Rail? Rail ganz gibt's noch nicht. Den Wallride. Achso. Der packt den Railgun aus, das ist schon kommen. Nee. Ich nehme immer nur die BFG 9000 mit. Oh, dann haben wir aber echt ein Problem. Ja, da war ein Problem, dann war ja. Sind wir ja alle weg und Das wäre problematisch, dann bist du alleine auf der Strecke. Ja. Oh Gott, krieg doch die Kurve, was ist denn da los, Alter? Boah, genau das gleiche hätte ich auch eben sagen können. Der Wusch, Busch, Busch. Busch. Ja, den bin ich ganz
mag das Auto nicht. Wirklich? Das stelle ich jetzt schon wieder fest, ob das, obwohl wir Wald fahren. Aber es ist doch so ein tolles, großes, totales Scheißauto. Es schaukelt sich leider mir viel zu oft auf. Nein, das ist weiter, das kann nichts. Das ist unfair. Ja, stimmt. Aber es ist letztendlich wirklich eins der besten HSV-Autos, die ich kenne. Ja, weil du kein anderes kennst. Jupp. Also einlenken liebt die Karre gar nicht. Ja genau, jegliche Form von Lenken. Jo, ist klar, Auto. Natürlich. War das da nach einem suboptimalen Wallride aus? Ja, das war einer mit auf die... Ich kipp mal auf die Seite. Echt? Das hab ich mit dem? Ja. Selbst Glück gehabt. Das wiegt schon so viel, das Auto. Und kippt trotzdem auf die Seite. Naja, das ist... Das ist ja was, was mich bei Need for Speed 4 letztes Mal so genervt hatte, dieses auf die Seite kippen. Also das hat das hier das Spiel auch bei manchen Autos. Weiß nicht, wie man sowas in der Engine einbaut. Boah, war mich überschlagen. Wo wir das Thema gerade hatten, ne? Ah! Falscher Gang. Okay, ich verkacke gerade alles in diesem Drecksding. Wollte doch Minus drücken, aber... Das hat ja wirklich nicht viel Stress. Minus. Vielleicht was gar nicht so schlechtes. Drück doch mal geteilt. Nee, da habe ich einfach zu hinten nicht. Wenn ich geteilt. Es wäre natürlich auch sinnig, das Reset auf dem Lenkrad zu weiden. Wenn ich geteilt drücke, ist die Aufnahme beendet. Ah, das ist auch schlecht. Reset ist bei mir auf dem Schaltknopf nach unten drücken. Letzte Runde. Gut, kann man auch machen. Ich geh auch. Bad Buttons. Aber trotzdem, Tomete, Reset nicht auf dem Lenkrad zu haben, klingt nach einer der beschissensten Ideen, die ich seit langem gehört habe. Ja. Ist aber noch nicht umgekehrt. Ich weiß, dass du sehr stark würdige aufhängen, aber bitte nicht umkippen. Das ist so wie, ich weiß nicht, Zahnbürste und Zahnpasta sollten sich nie auf der gleichen Etage in einem Gebäude befinden. Oder der linke und der rechte Schuh möglichst immer weit auseinander platzieren. Am besten in verschiedenen Zimmern. Ein Zimmer, wo nur die linken Schuhe drin sind, ein Zimmer, wo nur die rechten Schuhe drin sind. Nee, du holst, du mietest hier noch eine zweite Butze, wo du da reinpackst. Da kannst du auch im Bahnhof so ein Schließfach mieten für die linken Schuhe. Müsste mal auf dem rechten Fuß zum Bahnhof hüpfen und da einen passenden linken Schuh rausgraben. Doch, die Fehler. Nee, die Scheiße nicht mehr, ich gehe da. Hat sich schön abgesetzt. Ja, liegen tut sie mir auch nicht, aber ich bin ohne Crash durchgekommen. Das war der. Ja, das ist natürlich Sache. Ein Vorteil, ja. Ja, gut, wenn ihr von Eddie gesponserte Autos habt. Stimmt. Obwohl, ne, das sind ja beides von Eddie gesponserte Autos. Wusch. Ja. So, aber jetzt kann ich meine ganze Wut an den Bäumen auslassen. Das hättest du auch schon nach der ersten Runde machen können. Alter, ich bin durch einen Baum durchgetunnelt. Oder war das nur ein Busch? Boom. Ach so, wenn ich mit 270 gegen den Baum fahre, dann kippst du nicht oben. Aber wenn ich einen Wallride mache, dann tust du. Ja, du darfst halt nicht frontal dagegen fahren. Du musst seitlich treffen. Obwohl, nee, dann drehst du dich auch nur weg, ne? Kippst dann nicht einfach rum. Da haben sich dann doch die Tonnen wieder bemerkbar gemacht, wie es aussieht. Die letzte Runde war am besten. 5 Sekunden besser als die andere. 5 Sekunden? Achso, gut, er Startrunde, ja, Schrottrunde ja, gut, und. Die zweite okay. Runde war ja der Bullshit passiert. Muss man sich ja nicht wundern. Aber trotzdem war deine Rundzeit sogar noch besser. Naja, aber nicht so. Ja, ein bisschen, ja. Aber auch die letzte, ja. Schneller als meine zweite war es da auf jeden Fall. Vom Regen in die Schraufe mit den ja, Autos hier. Ja, ernsthaft. Es sind nur Schrottautos heute. Random hasst uns. Ja. So, den fahre ich auch Automatik. Das ist auch eine gute Wahl. Wirklich? Jo. Naja, ich bleib bei manuell, keine Ahnung.
Oh Gott. Wusch. Das raus, aber der untersteuert halt, ja. Immer mehr als man denkt. Alter, was untersteuert das denn so? Der hat damit wohl gerechnet. Eigentlich nicht, also an der Stelle. Aber du hast es ohne Crash geschafft. Oh Mensch, das ist jetzt nicht wie die letzte Frau hier, das ist es. Ja gut, ich gehe nicht davon aus, dass Kirsch einen Fehler macht. Ja, ich auch nicht. Mach's aber meistens trotzdem. Ich gehe auch nicht davon aus, dass morgens die Sonne aufgeht, aber pfuh, sag das der Sonne. Du Untersteuerung manchmal von dieser Karre, ey. Manchmal, ja, das ist aber echt noch vorsichtig ausgedrückt. Naja, nur in Kurven. Ja. Ja. Wenn ein Mustang weniger untersteuert als ein Ferrari. Das ist in etwa so, als würde man sagen, er untersteuert nur auf Wochentagen, auf Ehen und Mittwochs. Tja. Normalerweise wäre das jetzt ja ein Fall von, da müsste man was am Setup machen. Ja, da muss die der Random Generator was am Setup machen. Wobei, du der Sache mit den Bullshit-Setups, ich weiß ja nicht, ob du wisst, wie man Bullshit-Setups macht. Nö, da können auch mal gute Setups bei rauskommen. Ein bisschen unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, aber... Der ersten Kurve, der letzten Kurve hab ich. Ja gut, also das Ding ist ja, es muss so scheiße sein, dass es so scheiße ist, aber dass es immer noch möglich ist, damit ins Ziel zu kommen. Ja, es muss irgendwie fahrbar bleiben, ja. Zumindest rollbar. Ich meine, wenn man nicht da dran setzen würde, dann würde er wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht vor der Stelle kommen. Aber da muss man sich wahrscheinlich auch etwas intensiver mit auseinandersetzen. Himmels Willen.
Das ist nicht das Auto, mit dem ich Kirsche besiege. Das ist zumindest nicht gut. Das Auto tut mir nicht gut für die Meisterschaft. Das ist. Das Ergebnis ist nicht eh schon fast so gut wie das ist das sowieso, ja. Da geht nur noch Schadensbegrenzung. Naja, bei manchen Renntagen war es, glaube ich, ziemlich knapp. Sehr sogar. Ja. Aber in der Summe hatte ich, glaube ich, mehr, wo es bei mir etwas besser lief. Da würde ich auch sehr stark von ausgehen. Ja, ich habe halt beim letzten Renntag ziemlich nachgelassen. Ich glaube, der letzte war das. Ich glaube, da lief ziemlich viel schief. Ja gut, bei mir kommt es drauf an, wie viel bei NFS 4, wie viel Monat nachfährt. Ja, aber wahrscheinlich nicht so viel, oder? Hat er irgendwas angemeldet? Alter, jetzt fahre ich da auch noch gegen das scheiß Haus gegen. Also wenn Jonat nicht alles nachfährt, dann... Ich glaube, der fährt fast gar nichts nach. Dann könnte es sogar sein, dass ich, noch in der Top 3 landen würde. Weil Pete wird sicherlich nicht alles nachfahren. Ach Gott, das ist... Ich fühle mich nicht in einem Ferrari. Nee, das ist eher wie so ein HSV Coupé oder so. Warum die Ferrari kaufen, wenn man für ein Fünftel in der HSV Coupé kriegen kann, dass das gleiche kann? Naja, da geht's ja, glaube ich, um die Optik. Und wenn ich dann mal auf das Autoradio gucke von dem Ding, da steht Medium drauf. nicht mal das haben sie gut gemacht in diesem Auto, ja. Bis daran hat Ferrari gespart. Ja. Naja, dazu muss man sagen, dass die das ganz gern machen, dass die Sportwagen komplett ohne Radio ausliefern und... Du meinst, das war dann auch ein guter Service, dass die Medium reingepackt haben? Ja. Nee, manche Sportwagenhersteller liefern die ja der Protostadt komplett ohne Radio aus, damit er halt mehr Gewicht spaßt. Also das beste Auto, also das Auto, das am besten für Auto-Hilfe geeignet ist, ist ja ganz klar der McLaren F1, ne? Heute sitzt du da mit, so. Ja. Also da hat es McLaren... Es gab auch Versionen vom F1, da wurden Kopfhörer mitgeliefert, also... Hatten wahrscheinlich einen anderen Grund als Musik hören. Ja, einfach nur weil es zu laut ist, schätze ich mal. Jo. Ja, aber es waren angeschlossen, also das waren keine Ohrschützer. Anti-Noise-Canceling. Aber das ist wahrscheinlich dann auch nur in den Ländern, wo man das überhaupt darf. Hä? In welchem Land darf man Kopfhörer im Auto fahren? Weiß ich nicht. Also hier jedenfalls nicht. Achso, warum ist gar nicht klar? Darf man das gar nicht? Und ich gehe mal ganz stark von aus, dass nicht, weil wie willst du denn sonst noch deine Umgebung wahrnehmen? Nein, darfst du nicht. Bist du ein Fahrradfahren, wird das ja ungerne gesehen. Haben so richtig über nachgedacht. Wobei da, wo ich mal so einen Unfall hatte, der andere hatte so eine S-Klasse, der hatte auch Kopfhörer in der Kiste davon stecken. Also ich hätte ja, wenn ich das so gesehen hätte, dann dachte ich, ja gut, das ist Input, ne? Aber nee. Wow, ich hab's letzte Kurve Vollgas bekommen, ist ja der Wahnsinn. Das hat ganze 3 Sekunden gespart. Okay, ich hab in der letzten Runde die Kurve bekommen, die letzte. Ihr seid schon im Ziel. Ja, ja, aber Demon war... Oh ja, 1,55. Ja, ich hab die letzte Kurve diesmal bekommen.
Ich hab dich jedes Mal Vollgas gefahren. Weg von euch. Gut, einmal musste ich bremsen, aber ansonsten jedes Mal. Also die letzte Kurve geht tatsächlich Vollgas mit dem. Ja, ja. Ja, toll. Ich hab's ja aber nur letzten Runde so bekommen. Okay. Ich hab da eigentlich immer Vollgas und dann Gang runterschalten, weil trotz Vollgas bist du danach irgendwie langsamer und dann ja kannst du eigentlich gleich in der Kurve Gang unterschalten. Würd's gerne ausprobieren. Ja, gut. Da hätte die manuelle Schaltung vielleicht einen Vorteil gehabt. Ach so, du hast ja, okay. Ja, gut. Aber generell mag ich den nicht manuell fahren. Ja, aber generell mag ich den nicht. Danach hätte er zu Ende sein können. Oh. Der Sieger. Tomete. Ja, für meine HP2-Verhältnisse bin ich heute relativ gut tatsächlich. Stevie in den Schatten gestellt. Aber Stevie hatte die schnellere Rundenzeit. Letzte Rennen kommt das, glaube ich, ne? Ja, Stevie war auch wahrscheinlich besser als ich an sich, nur hat er irgendwo einen Fehler gemacht, der dann ausgelöst hat, dass ich gewinne. Palm also City, 8 Runden, Klasse 3. Die auch noch 8 Runden, super. Ja, wenn dann hier. Deswegen 2 Stunden geschätzte Renndauer. Genau, ja. Genau. Jetzt verstehe ich's, okay. Ja, Tomete, wenigstens fahren wir nur Corvette, das ist nicht ganz so schlimm. Ja gut, ist immerhin Klasse 3, aber ja. Oder GT, ja, warum nicht? Also wenn die Corvette sich hier bei Cruise und Blast fahren würde, ist nämlich genau die gleiche, dann wären wir ganz schön schnell unterwegs mit dem Ding. Aber leider ist das hier nicht der Fall. Aber immerhin die Nachtfahrt. Warum müssen wir die Strecke auch noch 8 Runden haben, wirklich? Random hasst uns. Aber wenn es das Auto drauf war. Na gut, aber ich glaube, damit kann man sich auch gut drehen. Das kriegt aber wenigstens eine Kurve. Ja, das stimmt. Das ist doch wohl wenigstens ein Kurvenblas sind. Das ist schon mal ein Vorschlag für dieses Auto. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, also. Ich habe in dem jetzt nichts auszusetzen. Ah, da habe ich jetzt mehr an der Strecke was auszusetzen. Ja, das sowieso. Aber immerhin habe ich es optisch wieder einigermaßen aufgebessert. Oh, was kommt jetzt für eine lustige Musik? Boah, das heißt, meine Trim echt einen vierten fahren können, oder was? Was ist das Geheimnis? Ah! Also willst du mich verarschen, Auto? Gibt der da um, ey. Ich hab schon so hart abgebremst, ne? Ich aber auch. Hab ne Stevie geholt jetzt. Oh, Stevie will's wissen. Ja. Der echt, ist Stevie wissen. Der Blaue, oder was? Ja, ja. Och, du Scheiße. Okay, Stevie, du bleibst noch ein bisschen länger vorne. Noch ein bisschen länger, du setzt es gleich voraus, dass du ihn noch kriegst. Aber gut, wenn man mal ehrlich ist, ich gehe auch voraus. Okay, die Karre ist auf dieser Strecke doch nicht so gut. Naja, sie fährt okay, kriegt Kurven und tendiert zum Umkippen. Das habe ich gemerkt. Sehr schmerzhaft. Leider sehr schmerzhaft. Alter. Erstaunlich schwer, wieder anzuschließen, was denn jetzt los ist. Ja, die hat sich irgendwie in meinen Windschatten festgebissen. Die hat bestimmt so einen nice Zweilauf vor einmal, auch wie ich gefahren war. Wenn ich ihn vorlasse, dann ist dieser nur das Beste wieder drin. Dann gibt er Gas. Ah, jetzt wird's schon einigermaßen. Also die Musik meine ich jetzt. Was ist mit der Musik? Ich dachte, das würde so komisch sein, so. Dass das so witzig wäre, ist jetzt alles andere. Ich dachte schon fast, es wird irgendwie der HBIT-Richtung gehen oder so. Was ist mit Stevie gerade los?
verdirbt oder warum ist die so weit vorne? Ja, irgendwas ist hier gerade sehr strange. Also, das ist nicht das gewöhnliche Ding. Die ist gerade gut am Fahren. Das ist hier echt gerade weird an dem Rennen. Ja! Danke, Spiel. Da war ich nicht hingefahren, aber danke. Ach, jetzt hast du die Abkürzung verpasst. Ja, Spiel, war das zu knapp genommen. Dann hab ich rübergedutscht. Schön, ne? Love it. Alter, lauf um dein Leben, Stevie. Das könnte ein zweiter Platz werden. Never. Ja, wer weiß, wenn der jetzt außen lang fährt. Ja, man kann ja wieder. Macht der eine Kurve wieder in die richtige Route rein, aber es hat natürlich massiv Zeit gekostet, der Scheiß. Ist denn das ein komisches Rennen, bitte? Geht da alles schief gerade? Ah, ich dachte schon, da steht Kursch auf das Rennen oder so. Genau, ich habe die 8 Runden nämlich schon fertig. Ich habe dich bereits 7-mal überrundet, was hast du nicht gemerkt, weil ich jetzt zu schnell an dir vorbeigefahren bin? Ja, weil da eben was aufgeklopft ist. Ich habe mich da richtig erschrocken. Ach, was fängst du jetzt zum zweiten? Ich hab gar nicht zweimal getötet, das heißt ja. Der ist aber schon automatisch hier, oder? Nö. Ich schau aber auch mal, ne? Mein Problem ist auch, abgesehen von diesem einen Ding, der andere als die Schaltung. Auf der Strecke finde ich den auch ganz schön untersteuernd, leider. Oh, jetzt geht's die hier aber echt ab. Keine Ahnung, was mit dem gerade los ist. Warum fährt er nicht immer so? Das ist das letzte Rennen der gesamten Saison. Und jetzt zeigt Stevie uns nochmal, wie es wirklich geht. Oh. Er hat immer nur so getan, als wäre er so schlecht wie ich. Oder fast so schlecht wie ich. Normal, ey. Das crasht er immer und jetzt fährt er hier so ein Profi-Rennen hier oder was? Oder er hat gedacht, er lässt uns so viel Vorsprung und im das holt er jetzt noch ein. Okay. Und am Ende ist er dann bei der Wertung auf Platz 1. Und was daran erschreckend ist, es ist nicht nur eine Runde, so wie bei Nice, sondern er hält das jetzt so. Also ich kann ihn auf der Karte noch sehen. Ja, das kann ich auch. Im Gegensatz zu Demon, den sehe ich nicht. Ah doch, da ist er. Bin ich krieg, was ist da los? Alter! Der Björn macht sich echt bereit. Okay. Ich glaube, das wird wirklich noch ein zweiter Platz für Steven. Na, er muss lange durchhalten bei 8 Runden, ne? Ist richtig. Aber er fährt gerade echt gut, muss man ihn nicht lassen. Ich frage mich eigentlich eher von wegen Durchhalten, ob der Vorsprung nicht momentan pro Runde eher größer wird. Nee, das nicht. Okay. Wer weiß, wenn du bei der nächsten Runde auch wieder außen lang fährst. Ja, danke, jetzt muss ich auch außen lang fahren. Oh, jetzt scheint Demon relativ knapp hinter Stevie zu sein. Der ist rangekommen. Ach, der crasht gleich wieder. Ja, aber jetzt muss ich außen lang fahren, weil der ist. Echt? Der ist hartnäckig, Stevie.
Krampf mit der Karre hier. Vorletzten Renntag bei NFS4 hattest du mich ja auch in der vorletzten Runde, glaube ich, bei der letzten sogar irgendwann überrundet gehabt, wo es 8 waren. Boah, damit hat er mich. Boah, da war mal ein Krampf, du, holy moly. Warte ab, der crasht gleich. Respekt dafür. Also bei so einem normalen 2-Runden-Rennen hätte er dich jetzt fertig gemacht. Hätte er tatsächlich, das ja. Crazy. Hat er echt gut gemacht, muss man ihn lassen. Aber die dritte Runde war bis jetzt ziemlich fehlerfrei und hat sich trotzdem so lange gehalten. Also Respekt, wirklich. Und er ist ja immer noch hinter mir. So ist er nicht. So, dann stellt sich mir die Frage, ob wir es vielleicht schaffen, Tomilke zu überrunden. Du auf jeden Fall. Es sind viele, viele Runden. Tomilke hat sich nicht an Stevie halten können. Das ist aber normal. Tomete hat auf Tropen schon immer Probleme gehabt. Tropen liegen ihm gar nicht. Das ist ja quasi optimal. Für dich und mich zu überrunden, ja. Die Tropen hat er leider noch nie wirklich gut hinbekommen. Muss ich einfach ehrlich sein. Und ich denke mal, Tomete so. Kann das auch bestätigen. Nee, das ist auch nicht beleidigend. Das ist halt einfach... Ja, und dann kommt noch hinzu, dass meiner Meinung nach diese Strecke die schwierigste Tropenstrecke ist. Ja, die längste. Nicht die schwierigste für dich? Welches, oder? Ich habe jetzt überall so meine üblichen Probleme. Also safe, was halt klar ist, dass das hier die längste ist. Ja, das ja. Ach, ich hätte mich drauf. Auf der Seite Glitch, aber der hat kurz nicht so schlimm. Aber ihr glitscht mich halt auch gerne woanders hin heute. Musst du weniger eng fahren. Also grundsätzlich mich zu fragen, was für mich das Schwerste ist, ist halt so, naja, kannst du auch gleich lassen, ich ja grundsätzlich meine Probleme halt haben, weißt du? Ja, okay. Auch wenn ich mich hier jetzt gerade eigentlich recht stabil halte. Dein bestes HP2-Rennen, würde ich meinen. Ich meine, du klebst immer noch hinten. Das war knapp. Ja gut, ist halt wieder die Frage, wie man das Beste definiert. Ob die Rundzeit da auch eine Rolle spielt. Der ist immer noch am Heck. Also das ist ja nicht Stevie-Typ, das wie man sonst kennt, also der ist echt on point heute. Soll ich kurz stehen bleiben, damit du dich nicht verwunderst? Nee, stehen bleiben, crashen wäre üblicher. Bitte nicht. Wie drehen, umkippen, irgendwie sowas. Sei doch stolz und glücklich, dass du, ne, mal mithalten kannst. Ist ja okay. Und ist ja auch interessant, wenn du mal mit wem anders als crashen im Kampf hast. Mit mir hat er keinen Kampf. Aber er hält halt echt mit, also das muss man wirklich ihm lassen. Das ist übrigens, aber trotzdem nimmst du aber auch Abstand. Dann immer mehr. Ja, gut, das ist richtig, aber. Das war fast. Wobei Stevie auch mit den Underground 2 Hosts vor dabei war, immer relativ gut war. Ja, gut, Underground 2 mag er ja, glaube ich, auch sehr gerne.
Underground 2 und Most Wanted sind so Games, die mir eigentlich sehr gut liegen. Und lustigerweise Jurassic. Wobei ich jetzt gerade aktuell keinen Most Wanted Host mitmachen kann. Aktuell. Ja, du hast ja die PPGA Edition. Aktuell habe ich die PPGA Edition installiert, richtig. Was ist denn die PPGA Edition? Eine ganz komische Edition. Schau meine schau doch mein Projekt auf YouTube. Wollte gerade sagen, guck mal sein XP, das das ist so bescheuert, die PPGA Edition, aber. Das ist das, was sie ausmacht. Ich hab nur halt gerade aktuell einen nervigen Bug in diesem Spiel. Warum zur Hölle ist Kirsch für einen? Und zwar ich bin gerade aus der Abkürzung raus. Da habe ich dauerhaft jetzt angeblich immer jeden Blacklist-Gegner direkt besiegt, was dazu führt, wenn ich den dann angreifen will, kann ich nicht über das Blacklist-Menü den auswählen. Ich muss da hinfahren, um das Rennen zu starten, was toll ist, wenn die Cops so gerne mal da rumfahren und so. Verrückt, Kirsche, dann bist du eine halbe Weltreise vor mir. Aber das ist doch, was mich vor Underground 2 ankotzt. Nein! Oh, Gott sei Dank. Dass du zu den Rennen immer hinfahren musst. Ich meine, es gibt ja auch die Karte, aber da kannst du ja nur welche machen, die von der letzten Season sozusagen sind. Die du da übersehen hast. Die Sache ist, ich hatte halt einfach mega Bock gehabt, nochmal die PPGA Edition zu spielen. Das ist eine, also man muss dazu sagen, diejenigen, die diese Version gemacht haben, die haben halt komplett die Blacklist-Gegner verändert, die Fahrzeuge verändert, die Strecken sogar verändert. Es gibt einen Rundkurs, der ist wirklich rund. Okay. Im Stadtkern komplett. Und das war klar, dass ich den Baum mitnehme. Da diese K.O.-Rennen sind Battle Royale, weil es kann vorkommen, du hast 5 Runden mit 11 Gegnern. Ja, deswegen. Und so gut wie jedes Rennen ist Kopfrisiko maximal. Aber halt eben quasi auf Offline-Modus spielen ausgelegt. Ja. Nein, du kannst es wohl auch Multiplayer-LAN-mäßig machen. Du musst wohl aber hier und da 1, 2, 3 Kleinigkeiten machen. Du kannst auch mit Leuten zusammen die PPK-Versionen in diesem Multiplayer spielen. Aber man weiß ja leider, wie die Performance darauf gebaut ist, ne? Ja, aber die PP-Edition, das ist ja jetzt so eine Comedy-Mod eigentlich, wenn man so will. Ich find's ja aber funny. Ja, die ist auch extrem genial. Es reicht so die letzte Cutscene, wo Cross sagt Everyone und erstmal das Spiel abstürzt, angeblich. Und dann ist falsch. Der ganze PC damit abstürzt, der fährt wieder hoch. Du startest das Spiel und hast plötzlich die 2012er-Version angeblich kurz an. Dann startet die Cutscene wieder und er brüllt Everyone und es geht immer weiter raus, weil er so laut gebrüllt hat, dass es sogar im Universum zu hören ist. Okay. Ich glaube, das Gespräch hat dich jetzt aber ziemlich abreißen lassen. Oh! Da war nein, ich hatte hier und da ein paar kleine Wandrempler. Aber das Geilste sind immer noch die Tutorials. Und ich hatte den 0 km/h-Bug on top. Ja, wenn dann richtig. Ja, stimmt. Es gibt ja die Tutorials in Most Wanted. Und die haben die auf die typischen ganz alten YouTube Editor, Text, laute Musik Tutorial-Version. Und zum Schluss thank you for watching. Und dann hat er noch irgendwelche alten Spiele, die hat er so umbenannt, damit es so aussieht, als hätte er das Neue auf XP. Also GTA 5 und solche Krams da und Paint heißt, glaube ich, Adobe CS6 und so ein Scheiß. Also ich mag diese Version. Die arbeiten ja gerade aktuell an der Need for Speed Pro Street PPGA-Version. Wobei ich weiß nicht, ob das also Pro Street ist ja gar nicht so extrem storylastig. Ich weiß nicht, ob sich das da so richtig lohnt.
Weil die Pepega Edition, die ist halt auch darauf aus, dass, also das, die arbeitet auch viel mit der Story, so ein bisschen. Was ist denn deine Run-Zeit, Kirsche? 3.13.23. Wie viel? 3.13.23. Ach du Scheiße. Ich hab ne 3.23.10. Oh, ich hab ne 3.27.6. 3.46, dann bist du 3 Sekunden. Oh mein Gott, verfehlt. Na gut, es hat eben eine lange Strecke. 3 Sekunden schneller, Alter. Wobei die Cops ja auch dieses Froschlogo jetzt haben. Tomete, was hast du nochmal? 3.27.06. Ach, dann wird das ja überrunden, nix. Das gibt's echt nur nice. Ich wollte es für YouTube nochmal bringen, die Pepega Edition und ja. Ja, wann hast du mich in Nice überrundet? Nein, in Nice gibt es Überrundungen. Ne, das passiert da häufiger mal. So, ja. Du wirst lange am Ziel warten müssen, Kirsche, auch auf mich. Ich könnte auch vor dem Ziel warten. Obwohl, so, nein. Bei Pepega Edition hast du halt natürlich auch auf Discord statt deiner SMS und allem. Also. Ich habe übrigens auch schon die Sprachnachricht mit 777. Irgendwann will noch die LL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 
Der BMW ist eigentlich der aus der Java Edition. Du kannst auch einen Fiat Multipla fahren. Du kannst auch einen Formel 1 Wagen fahren. Ich glaube, es gab auch den einen aus Trackmania irgendwie, ne? Yep. Oh mein Gott. Und der hat natürlich auch die entsprechende Leistung dann, ne? Was sollen wir hier noch 3 Sekunden rausfahren, so viel zu schnell sein. Oh, jetzt regt es nicht. Ja gut, eigentlich ist scheißegal, was ich mache, die Season ist eh zu Ende. Sowieso, ja, das ist sowieso der letzte Renntag für, der letzte HP2-Renntag in dieser Season. Ja, das meine ich ja, also dass ich ganz unten bin, ist sowieso klar, also... Mich hat es ja ein bisschen gestört, dass ich ja Need for Speed 4 nicht mitfahren konnte, aber naja, das ist passiert. Kannst du nachfahren, sei bitte toll. Wie ich schon gesagt habe, ich bin dafür zu blöd, in dem Spiel die Rundenzeit zu... die festgesetzten Runden rauszukillen! War das nicht auch einfach nur Cheat Engine? Ja, du musst da irgendwas machen. Das geht über Cheat Engine, aber... Also bei mir geht das sowieso, also irgendwann ging's mal, da konnte ich auch raustappen. Achso, ein Tab ist das Problem bei dir, genau. Irgendwann konnte ich auch NFS 4 mal aufnehmen, ich weiß nicht, was da so los ist, aber... Also ich dachte, das liegt irgendwie an Aero oder so, aber das habe ich ja auch inaktiv. Keine Ahnung, echt nicht. Sekunden mache ich hier aber wirklich was ganz falsch. Automatik. Fährst du oder was? Nein, fährst du, dachte ich, oder? Nö. Ach so, ich dachte. Automatensalat, fährt Automatik. Ich auch. Wir aber auch. Wobei ich bin heute die meisten Automatik gefahren, also. War nur Automatik. Wirst noch lange warten lassen. Naja, bei den Klasse 5 Autos, da kann es sich schon lohnen, manuell zu fahren. Ja, bei den Klasse 1 Autos auch. Und 2 und 3 und 4. Nicht, wenn man mit denen. Also, nicht, wenn man schlecht in HP2 ist. Weiß ich nicht, man wird halt eben, ich meine, es werden, naja, so lange war es warten ja gar nicht. Es werden viele Sachen auch einfacher, weil du in der Kurve halt einfach, statt zu bremsen, einfach Vollgaseingang runter geht. Ja, aber gerade bei Tropo oder so, da würde ich grundsätzlich Automatik fahren, weil ich mich da nicht noch auf sowas wie Schalten konzentrieren will. Ich weiß nicht. Man muss sich halt klar am Anfang irgendwie überlegen, wann man welchen Gang nehmen will, aber ansonsten fährt man es einfach nach Gehör. Also ich zumindest. Die macht es ja irgendwie mit auf dem Bildschirm gucken. Weiß nicht, wie das geht, könnte ich glaube ich nicht. Ich mach's auch am Drehzahlmesser fest. Ja, nee, da immer hinzugucken, ich glaube, das könnte ich nicht. Ja, ich guck sogar auf die Geschwindigkeit bei den Autos, wo ich das weiß, wo der Schaltpunkt ist. Bei manchen habe ich es auch wieder vergessen, dann gucke ich auf dem Drehzahlmesser, aber sonst auch die Speed. Ja, ich mach's komplett nach Gehör. Wie lange waren... Oh, 26 Minuten war jetzt nur dieses letzte Rennen. Ja. Oh, ich bin schon bei 28. Palm City. Oh, und ich hab das... Lag mir gar nicht anscheinend. Oh, 3:13, 3 Sekunden, ey. Wo hast du die raus? Da kam auch nichts mehr. Ich bin auf die Zeiten gespannt. Das muss irgendeine der frühen Runden gewesen sein. Danach kam irgendwie nichts mehr. Echt gespannt, ob die anderen dann in der Nähe davon waren oder ob die auch viel langsamer waren. Hast du das aufgenommen? Ja. Okay, bin auf der 3:13-Runde echt gespannt. Ein Bitcoin und du kriegst sie.
Aber wahrscheinlich finde ich dieses wieder. Aber bei 3 Sekunden sollte man eigentlich mal was finden. Always is done. Na gut, die letzte war auch eine 13. Aber es sind nur 2 13er. Beim letzten dachte ich mir, ich riskiere noch mal ein bisschen was. Ah ne, 3 13er. Genau. Aber dann auch 14, 15, 16, 19. Ja, dann war's das.